Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Man hat es gerade unten klein lesen können. Wegen des Gigla-Angriffs und der zerstörten Hydrofarm sind natürlich die Lebensmittelpreise gerade gestiegen. Und ja, wir wollen ja das auf jeden Fall verhindern. Deswegen, ja, werden wir uns fleißig jetzt ans Werk machen. So, das wollte ich sagen. Warte auf die Bauernanleitung. Wofür brauchen wir jetzt die Holzbretter nochmal? Für einen Auftrag, okay. Dann sammeln wir nochmal ein bisschen Holz. Ich bräuchte eh noch mal Holz, weil ich wieder eine neue Truhe brauche, natürlich. Ja! 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 Ha. Ja! Ja! Ha. Und dann, ja, gucken wir ja gleich erstmal. Der gesalzene Fisch wird ja gerade schon gemacht und die Bretter. Das heißt, also was normale Aufträge angeht, sind wir erstmal abgedeckt. Wir können gleich nochmal gucken, ob irgendwie noch Quests rumfliegen, aber ich glaube nicht, sonst würde ich das schon auf der Minimap sehen. Und wir müssen noch in unseren Briefkasten gucken. Ja. Und zur Not bauen wir uns, also unsere Werkstatt, ein bisschen weiter aus. Wir wollen ja auf jeden Fall einen Tausammler haben. Und was hatten wir noch erforscht? Ach, die Azubi-Kochstation. Und den verbesserten, die verbesserte Werkbank. Dafür müssen wir aber auch auf den Plan warten. Ich weiß nicht, ob der heute schon kommen soll. Ich würde mir noch mal ein bisschen Ausdauer jetzt kurz aufheben wollen. Ich denke, für die Bretter wird es auf jeden Fall reichen. Guck mal, da läuft Mi an. Hallo, Mi an. Hi! Oh! Du warst großartig. Ich habe gehört, dass du 20 von diesen Gegnertypen mit bloßen Händen umgehauen hast. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, um das zu sehen. Hm? Willst du damit sagen, dass es nicht wahr ist? Aber Justice hat gesagt... Justice hat ein ganz klein bisschen übertrieben. So, Holzbretter. Wir brauchen noch... Das Symbol glitscht ein bisschen ins Haus. So, Briefkasten. Von der Kirche. Liebe Sandrocker, wir wissen, dass die Lebensmittelsituation katastrophal ist und nach einer nächtelangen Diskussion haben wir vielleicht eine Lösung. Kommt heute Abend um 19 Uhr zum Lagerfeuergespräch und wir werden ein wenig Licht in die Sache bringen. So, von G. Hey Handwerker, wie versprochen habe ich ein neues Hydrogel entworfen im Anhang. Dankeschön. Von der Ziviltruppe. Hey Handwerker. Edgar, wir sind in den Bruch gegangen und haben herausgefunden, dass du die Wahrheit gesagt hast. Wir waren so überrascht. Wir haben das Loch, das du geschlossen hast, überprüft. Es hält. Das ist wahrscheinlich die Quelle der Monster. Wir haben auch Ministerin Mathilda, hieß sie nicht Mathilda, über den Vorfall informiert. Sie hat uns gebeten, einen Plan auszuarbeiten, um die Gigler aus der Umgebung zu vertreiben und eine Belohnung für jede Hilfe ausgesetzt. Der Plan ist in diesem Brief beigefügt. PS, es gibt noch ein paar andere Monster in den tieferen Teilen des Bruchs, aber wir halten sie nicht für eine große Bedrohung. Also wird er als gefährliche Ruine für dich geöffnet bleiben, damit du Handwerkerzeug holen kannst, wann immer du es brauchst. Dankeschön. Und die Anleitung für die mittlere Werkbank. Und der Rest ist DLC. Ja, cool. Dann gucken wir doch mal, was brauchen wir zum Aufwerten? Marmorplatten, Kupferdraht, Hartholzstock und Maschinen-Upgrade-Kits. Kupferdraht müssten wir über den Schleifer herstellen können. Wie viel war das nochmal? 3? Oder 4? 10. Na, fast.
passt. Okay, 10 Kupferdraht, Hartholzstock und Marmorplatte. Dann nehmen wir erstmal Kupferdraht hier. Da können wir nochmal 3 hinzufügen. Marmorplatte. Dafür müssten wir wahrscheinlich... Genau, Marmor. Erstellen. Müssen wir hier Marmorziegel. Daraus machen wir dann die Platten wahrscheinlich, ne? Müssen noch mal kurz gucken, es tut mir leid. So. Dafür brauchen wir die Ziegel, genau, okay. So, Marmor gibt's hier hinten. Relativ viel bei dem Monument. Hey. 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 Oder gibt's. Oh, ich vergesse, doch, Marmor. Ich habe gerade nur den Steinschrott gelesen, habe ich gedacht, huch. So, Steinschrott. Und Gummischrott. Treibstoff. So, dann haben wir 6. Wir brauchen aber noch mehr. Kriegt man Marmor auch aus Festgestein? Ich bin gerade total unsicher. Dann brauchen wir jetzt die restliche Ausdauer noch auf. Hey. 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 Sag mal, was gibt ihr eigentlich für Materialien? Hey. Oh, dünnen Faden, okay. Und natürlich Honig. So, dann machen wir nochmal hier ein Ziegel. Und hier 4. Das ist perfekt. Und dann jetzt haben wir 1 zu viel. Egal. Ist egal. So, das läuft noch eine halbe Stunde. Einmal alles sortieren. Pack jetzt kurz mal bei Sonstiges auch das rein. Die Nahrungskiste ist nämlich voll. So, das wollen wir wegwerfen. Das passt alles. Okay. Und guck mal, da läuft Fang. Quatschen wir ihn mal an. Auch wenn er wahrscheinlich nicht viel antworten wird. New Test Subject! Subject! Fang! Ja, wir sind das neue Testsubjekt. Ihr habt's gehört. Der Fisch ist fertig. Wenn dann gleich auch die Bretter fertig sind, geben wir erstmal natürlich alles ab. Grace recently suggested that we send food to the surrounding villages in Sandrock.
You know, I can't believe I didn't think of it myself. She really is something. I took her idea right to the church, and they said yes without hesitation. Danby volunteered to be the delivery girl about 2 seconds after. Yeah, quite a few people in town are from the villages originally. You know, Burgess is, and Logan's friend, Haru. Okay, cool. Cool, dass er uns das jetzt so erzählt hat. Ja, wahrscheinlich meinen sie mit umliegenden Dörfern eher so ganz kleine Ansiedlungen, die sich selbst versorgen. So, einmal deine Bretter. Hey, das hast du aber schnell erledigt. Hier ist dein Lohn, du hast ihn dir verdient. Und du hast noch was zu erzählen. Aha. Okay, ich habe gehört, dass die Feuchtigkeitsfarm außer Betrieb ist. Wenn das zu lange so bleibt, muss ich anfangen, bei meinem Menü richtig kreativ zu werden. Sandsalat mit Sand als Beilage. Ist da was für dich vorbei? Alright, catch you next time. Ja, wir beeilen uns, ja. Aber ich denke, wir müssen generell, also mittlerer Tisch wäre jetzt so oder so, glaube ich, nötig gewesen. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch andere Gerätschaften aufwerten müssen. Gucken wir mal. Hallo. Hier, bitte sehr, dein Fisch. Gute Arbeit. Das 5000 Liegestütze, 2000 Sit-Ups, eine Prise starke Motivation und Burgess wird im Handumdrehen Schützerlehrling sein. Okay. So, was sagst du denn zu den Giggler? Schade, dass ich gerade in meiner Essenspause war, als die Eidechsen aufgetaucht sind. Sonst hätte ich ihnen definitiv meine Art von Gerechtigkeit gezeigt. Farewell. Okay, Pen. Mach mal. Guck mal, Jasmine. Howdy. Hm? Warum mögen uns die Giggler nicht? Wir haben ihnen doch nichts Schlimmes getan. Tja. So long, Partner. Manche können einfach nicht andere leben lassen. Aha. Ich habe gehört, was alle sagen, aber meine Schlussfolgerung aus dieser ganzen Echsensache ist, dass wir hier bessere Sicherheitskräfte brauchen. Damals, als wir diese andere Monsterjäger und seinen Sohn hatten, entschuldige Edgar, es ist besser, nicht in der Vergangenheit zu leben. Siege? Ja. Also aus der... Huch, da bin ich gerollt, aus Versehen. Nicht in der Vergangenheit leben ist richtig, aber aus ihr lernen ist auch wichtig. So. Wie sieht's aus? Was brauchen wir generell noch? Wir haben halt keine Energie mehr. Wir können natürlich essen gehen. Komm, wir gehen jetzt mal essen. Das wird aber nicht so viel auffüllen. Wir können mal gucken, ob wir ein paar wilde Alpha-Jagdmehl hauen können, weil die sollten eigentlich die Upgrade-Kits droppen. So, was essen wir denn? Aber das können wir schon mal dazu machen. Man gibt schon mal 41 Punkte. Was nehmen wir denn noch? Sandfisch mit geheimer Soße. Frittierte Milch. Stelle ich mir interessant. Also ich mag Milch nicht so, stelle ich mir deswegen eher negativ interessant gemeint. Also, ja. Wir nehmen das Kokosmilchgelee und den süßen Sandbeersaft. Da habe ich schon wieder 100 Punkte aufgefüllt. Das ist doch ganz gut. Damit können wir das ein oder andere Jagdmehl doch noch vielleicht erledigen. Ich weiß nicht, ob auch die... das können wir doch... Wozu hat man denn so eine Enzyklopädie, ne? Monster. Oh, guck mal, da haben wir ganz viele neue kennengelernt. Elite-Monster. Das kann das droppen. Und das auch. Okay. Also generell Elite-Monster.
hier ist doch schon das Alpha. Oh, jetzt haben wir das Ding auch angehütet. So. So, haben wir Glück? Nein. So, hier hinten war, glaube ich, auch noch ein Kikerikabum. Ja. Ja, ein Maschinen-Upgrade-Kit haben wir schon mal bekommen. Wir haben jetzt natürlich vom Essen auch noch so ein bisschen erhöhte Werte. War hier nicht auch nochmal Kikabum? Da hinten. Momentan sind sie gerade nicht so dropfreudig. Sie ist ja auch meistens so immer, das, was man braucht, wird nicht gedroppt. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, dann kriegt man es dauernd. Jetzt haben wir noch eins. Eins brauchen wir noch. Also... Die Hühner waren alle hier hinten. Nee, okay, keine Alphas mehr in dem Moment. Aber dann ist es so. Müssen wir den nächsten Tag gucken oder uns noch eins bei Hugo holen. Aber bei Hugo sind die immer so teuer. Oh Gott, Lagerfeuer voll vergessen. Oh Gott. Ja, gut, dass es diese Erinnerung gibt. Jetzt haben wir auch eine Quest. Ah ne, es ist wahrscheinlich das Lagerfeuergespräch. Simmer down now. Come on, simmer down. We all know the hydrogel crisis is indeed dire. We're all about to starve. To death. No, no, we're not. Calm down, Cooper. Owen came up with a plan, and I think it's as mighty good as any. You... Thank you. Last night, I sat down with Miguel and the minister and did a rough inventory estimation of all the food we have in stock in and around Sandrock. It turns out, we actually have enough food. Probably, to last for a bit. But it's unevenly distributed. Get to the point, man. We ain't got all day. Right. So we'll use my stage for us to do a dance-off, where you need to donate some food to enter. And I have prizes. You lost me there, partner. What the what? I really don't see the reason to dance. When we're about to starve to death. Also ja, natürlich, die Nahrungsmittel sind gerade ein bisschen begrenzt, weil gerade nicht nachproduziert werden kann. Zumindest nicht, was frisches Obst und Gemüse angeht. Aber wir sind ja noch nicht vorm Verhungern. So weit ist noch nicht. Without the drama.
What Owen meant was, since there are some of us who are more fortunate than others when it comes to food security, it is our responsibility to make sure society as a whole perseveres through this difficult trial. Owen has volunteered his stage and time to organize a food drive in the form of a dance-off contest. Anyone can enter by donating some food. The church will help distribute the food to the people that need it. We'll show our adversaries what Sandrock generosity is all about. Plus, it'll give our builders enough time to do their business. That made sense. I could try to track down some of that old world canned food you see in the ruins sometime. I could do some extra cooking. Meat. Better not to make people's lives any worse. By gum, it's just crazy enough to work. All right, Minister, you'll have your food drive. We'll be seeing y'all at the dance-off. Be there, be square. And by square, I mean... Yes, yes, it's wonderful to have you on board, dear Cooper. Now, what about the rest of y'all? Can I count on the good people of Sandrock to come together and make the first ever Sandrock dance-off and food drive a resounding success? Splendid. I'll be sending out more details via the mail. And with that, I hereby declare this here fireside meeting to be adjourned. Conserve water! Ja, voll die coole Idee, Ressourcen gleichmäßig auf die Bevölkerung zu verteilen. Zumindest in Zeiten der Not. See, what I meant by square was not necessarily the four-sided figure we've all come to know and love. So on and so forth, etc., etc. Okay, Cooper. Ja, an sich eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich würde unserer Gesellschaft auch mal gut tun, wenn gewisse Ressourcen umverteilt werden würden. Ja, wir machen natürlich mit beim Dance-Off. Wir werden auch Lebensmittel spenden. Wir haben Unmengen an Fleisch und Milch. Also, wir können auch, glaube ich, Fisch spenden. Da sehe ich also keine Problematik. Also sortieren wir mal alles. Wir hatten doch noch mal eine... Nee, die nicht. Ach hier, wir haben doch noch eine zweite Nahrungsmitteltruhe. Hatte ich wohl kurz mal vergessen. Materialien hätte ich gerne da. Kommt das mal rein und hier kommt das. Komm, packen wir alles mal rein. So. Wir starten schon mal mit den Marmorplatten. Wir brauchen 5 Stück. Was brauchten wir dann noch? Hartholzstock. Kommt auch vom Verarbeiter. Okay. Den sollten wir ja theoretisch dann... Können wir easy machen. Dann geht's jetzt für uns ins Bett und am nächsten Tag werden wir dann auf jeden Fall erstmal unsere Werkbank noch aufmöbeln. Lebensmittelspenden beginnt. Dann haben wir wahrscheinlich Post.
Von der Kirche, lieber Sandrocker oder liebe Sandrocker, wir haben gestern Abend bei unserem Lagerfeuergespräch beschlossen, den allerersten Sandrock-Tanzwettbewerb auf der Blue Moon Freilichtbühne in 2 Tagen abzuhalten. Die Feierlichkeiten werden um 14 Uhr beginnen. Wir nehmen das zum Anlass, eine Lebensmittelsammlung für die von der Lebensmittelkrise betroffenen Bürger von Sandrock durchzuführen. Jeder, der Lebensmittel spenden kann, kann am Tanzwettbewerb teilnehmen. Virtus wird sich um die Anmeldung kümmern. Also sprecht ihn an. Owen wird Preise an die 3 Erstplatzierten des Tanzwettbewerbs vergeben. Also übe deine Tanzschritte und wir sehen uns dort. Mir ist Antwort. Edgar, du Nerd, ich wusste, dass du das sagen würdest. Naja, ich gebe zu, dass es mir auch Spaß gemacht hat, zu beobachten. Es geht alles so schnell, deine Freundin für immer. So, 2 Beziehungspunkte zu Nia. So, die sind durchgelaufen. Dann, warum kriege ich denn eigentlich dauernd immer was mehr? Wir müssen gleich mal gucken, ob das irgendein Perk ist oder ob das irgendein Bug ist. Weil mir ist das schon häufiger aufgefallen, dass ich, weiß ich nicht, 4 eingestellt habe und 5 rausbekommen habe. Kann aber auch sein, dass das wirklich ein Perk ist und dann beschwere ich mich nicht. Oder es liegt an unserem... Hier irgendwie die Stats. Müssen wir gleich mal gucken. Müsste ich ja eigentlich irgendwo sehen, ne? Jetzt habe ich voll vergessen, wo ich war. Wir brauchen Hartholzstöcke. So. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste ja hier sein. Welche haben wir aktiv? Wir haben mehr Erfahrung. Wasserverbrauch reduziert und verlangsamter Treibstoffverbrauch. Ich meine, wir können ihn ja kurz mal aufnehmen. Das Inventar. So. Arbeitsweise Treibstoff. Da steht jetzt gerade nichts. Aber der Verarbeiter ist ja auch blau und nicht grün. Vielleicht ist das beim Verarbeiter. Den lasse ich jetzt aber kurz arbeiten. Lebensmittel. Gucken wir mal. Also wir haben auf jeden Fall... Ich weiß ja gar nicht, was alles gespendet werden kann. Gucken wir mal. Hallo Burgess. Want to know the rules of this dance-off? Everyone loves rules. Ja, jeder liebt Regeln. Ich bin dabei. To enter the dance-off, you need to donate at least 1 item to the food drive. Registration won't be open forever. And during this time, everyone is encouraged to donate whatever they can into this little basket here next to me. 1 is all that's required to enter the competition. But if you donated even more, I'm sure lots of people would really appreciate it. Now, the dance-off will be here sooner than you think. So, the night before, make sure you get your vitamins, and also plenty of rest. Vitamin D, I assume. D for dance. Ooh. Hier steht was anderes. Aber egal. Sie mussten es ja irgendwie übersetzen. So, was können wir spenden? Kaktusfrucht können wir 5 spenden. Wir können Eier spenden. Also ich spende jetzt erstmal alles, was wir haben, weil Nahrungsmittel kriegen wir so relativ einfach nachgefarmt. Oh, Maximum erreicht. Okay.
Mehr kann ich nicht spenden, ne? Ja, gut. Milch habe ich gerade gar nicht gesehen. Habt ihr Milch gesehen? Kann ja sein, dass ich es einfach übersehen habe. Warum mache ich nicht einfach so? Ach, weil das... Ich bin ja immer noch in Baldur's Gate relativ viel und da geht das nicht. Da muss man rüberziehen. Deswegen bin ich gerade so an, ich muss Sachen rüberziehen, gewöhnt. Okay. Dann holen wir uns einfach nochmal einen stinknormalen Auftrag ab. Wir können auch nochmal zu Fangen vorbeigehen und Medizin testen. Und dann sollten wir eigentlich unseren Tisch aufwerten können. Oh, ich glaube, ich würde sagen... Okay, zu Fangen gehen wir noch und den Rest erledigen wir dann in der nächsten Folge. Die beste Änderung, die sie gemacht haben, ist, dass man durchgängig sprinten kann. Ist so gut. Dass man halt nicht unendlich ausweichen kann. Okay, ne? Finde ich gut, dass sie da auch einen Balken haben, aber dass man halt in der Welt unendlich rumlaufen kann. Finde ich sehr gut. Wir nehmen jetzt wieder die Mitte. Oh. It worked. Doch. War die richtige Wahl. Wir werden nicht mehr von Gift beeinträchtigt. Sehr schön. Ja, dann würde ich hier aber einen Schnitt machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.